Es ist ein unvergesslicher Moment in meinem Leben, wie ich im Westen gelandet bin. Nie wieder, schwor ich mir damals. Nie wieder gehst du dahin zurück. Das war ich, Walter Kempowski, als ich am 2. Dezember 1947 den Sprung in den Westen wagte. Was hatte man alles aufgegeben? Heimat, Freunde, das Zuhause. Ich hatte ziemlich viel Pech gehabt in Rostock. Aus der Schule war ich rausgeflogen. An Arbeit war nicht zu denken gewesen. Ich fühlte mich direkt hinausgedrängt. Der Westen, das war das große Ziel. Zuerst fuhr ich nach Hamburg zu Verwandten. Dort bekam ich auch meinen Koffer wieder. Den hatte ein LKW schwarz über die Grenze gebracht. Am Bahnhof waren die Wände mit Suchzetteln vollgepinnt, sogar SS-Männer dabei, dass das erlaubt war. Und viele Kinder. Wer kennt mich? Ich heiße Gisela, Nachname unbekannt. Haben Sie Obst? 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 Und dann ging's hinein in die verschneite Trümmerwüste. Berge zerborstener Ziegel und dahinter hohe Ruinen. Kachelwände bis in den dritten Stock und schmale Trampelpfade. Hier und da in den Trümmern eine dünne Rauchfahne. Da wohnten also noch Leute drin. Zwischen den Trümmern kleine Verkaufsstände mit wertlosem Zeug und spielende Kinder. Deutschland erklärt Frankreich den Krieg. Deutschland erklärt Russland den Krieg. Zuerst ging ich zu Onkel Karl. Der wohnte etwas außerhalb. Seine zerbombte Villa hatte er notdürftig zusammengeflickt. Als ich kam, saß er im Wohnzimmer und schnitt mit einer Häckselmaschine selbstgezüchteten Tabak. Du siehst, mein lieber Walter kann dir die Hand nicht geben. Bin aber gleich fertig. Komm, setz dich doch mal, Jung. Vielen Dank, Herr Nachlich. Natürlich kannst du erst mal bei uns bleiben. Das Luftschutzbett im Keller ist immer noch frei für sowas. Aber das ist doch nichts für Dauer. Du, die anderen wollen auch rüberkommen? Wo wollt ihr denn da wohnen? Ihr habt euch das überlegt? Vielleicht weiß Richard was. Der? Und was macht Rostock, wo die Ostseewellen schlagen an den Strahand? Ihr wisst ja, die Russen. Die Engländer sind auch keine Waisenknaben. Die machen das bloß mehr auf die feine Tour. 1500 Kalorien. Das 2,5 Jahre nach dem Krieg. Fett bräuchten die Deutschen nicht, hat der englische Stadtkommandant gesagt. Fett wäre nur zum Schmackhaftmachen des Essens da. Aber dass ihr alle hier viel freier seid, das merkt man irgendwie sofort. Ja, und die Wälder lassen sie abholzen. Deutscher Wald, den gibt's nicht mehr, das schlagt ihm aus dem Kopf. Ich hab noch was im Koffer. Konnostamente. Hä? Schiffsladepapiere. Aha. Wozu? Von Robert aus der Firma. Da steht drin, was der Russe alles rausgeholt hat aus der Zone. So, das ist ja herrlich. Du, später, mein Junge. Später, lass uns erst mal was essen. Du hast doch gewiss Hunger, ne? Deine Konnossementen, die laufen uns ja nicht weg. Bei uns in der B-Zone im letzten Quartal, da haben sie so wenig Eisen eingeführt wie Deutschland sonst in 2 Tagen. Das reicht ja nicht mal für die Schuhnägel. Vielleicht seid ihr mit den Russen sogar besser bedient. Was, Anni? Bestimmt besser bedient. Was gibt's denn besser? Am nächsten Tag machte ich dann meinen Besuch bei Onkel Richard. Der war mal Oberst gewesen. Im Führerhauptquartier hatte er das Aufstellen von Baracken besorgt. Jetzt wohnte er selbst in einer, auf dem Grundstück von Großvater. Ah, da bist du ja, Junge. Da, Onkel Richard. Schönen Gruß von Mutter. Ja, ja, die arme Gretel. Und du wohnst bei Karl? Ja. Der lebt wohl gut, was? Ist furchtbar nett. Kauf mich durch und durch, nicht? Mit Paraffin handelt er jetzt. Kompensieren nennt man das ja wohl.
Der hat schon immer gewusst, wo es lang geht. Du weißt ja wohl, wo K. sein Fliegerabzeichen her hat. Nein. Nein? Soll ich dir das mal erzählen? Ich kann da im Luftschutzkeller schlafen. Da hinten in dem Geräteschuppen. Da könnte zur Not auch einer wohnen. Im Sommer, falls die anderen auch noch rüberkommen sollten. Ich meine, wenn es gar nicht anders geht. Die schöne Villa. Schade. Tja, da hätten wir alle Platz gehabt. Ja, ja, der Krieg. Da siehst du, mein Junge, ihr habt euren Vater und wir unseren Hartmut. Noch immer nichts gehört? Zuletzt war er in Brick eingesetzt, in Brick an der Aare, infanteristisch. Da hat es große Verluste gegeben. Alle zerrieben. Von der feindlichen Übermacht zerrieben. Tja. Dein Vater hat's auch noch erwischt zu guter Letzt? Volltreffer. Hm. Und der Westen zu blind. Einfach zu blind. So oft haben wir denen angeboten, seinerzeit Macht mit gegen Osten. Aber nein, eigensinnig. Verblindet. Angefangen mit Hess und dann diese Leute vom 20. Juli. Widerlich. Die schickt dir Großvater. Vaters Uhr? Moment. Damit bist du über die Grenze gegangen, Junge? Mit unserer Familienuhr? Ja, ich hatte sie im Strumpf, immer. Da bin ich ja baff. Da muss man doch ein bisschen vorsichtiger sein. Die hätten sie dir doch wegnehmen können. Aber ich sollte das doch. Von Großvater. Ist da nicht auch ein silberner Zahnstocher dran gewesen? Nee. Wieso? Ich frage ja bloß, der Ordnung halber. Ne? Na, vielleicht steckt er ja noch im Strumpf. Nur guck doch mal nach, Junge. Nee? Na, ich weiß auch nicht. Geht mit einer goldenen Uhr über die Grenze. Bist ja ein ganz leichtsinniges Bürschchen. Was willst du hier machen? Ich suche hier eine Lehrstelle als Buchhändler. Hier? In Hamburg? Das ist doch wie ausradiert. Aber den Alsterdamm umbenennen in Ballindamm, das können Sie. Ballindamm, wie klingt denn das? Ballin, wer war anders überhaupt? Juden, Jude, was denn sonst? Außerdem brauchst du hier eine Zuzugsgenehmigung. Und deine Schwester? Irgendeine Nachricht von der? Allemal. Ulla hat uns schon Pakete geschickt mit Butter, Wurst und so weiter. Aus Dänemark? Ja, geht denn das schon? Ja, und Karl meint, dass man von hier aus sogar telefonieren kann. Vielleicht flutscht das. Aber Junge, wo denkst du hin? Ich habe auch noch Konsumente mitgebracht. Hm? Schiffsladepapiere. Wozu denn das? Na, da steht drin, was die Russen bei uns alles rausholen an Reparationen. Weiß ich doch, kenn das ja alles. Aber die Uhr im Strumpf mitzubringen? Nee, Junge. Denn über die Zonengrenze, das ist wirklich ein starkes Stück. Nee, wirklich, Junge, nix wie Flausen im Kopf. So, bei Richard war's. Aha. Der trauert wohl seinen Herrenjahren nach, was? Früher immer mit dem Reitpferd, hopp, 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 und den Burschen, gestatten der Oberst. Und sich den Mund verbieten, wenn man was über Hitler sagte. Na, schon drüber. Die aktiven Offiziers kommen ja nie wieder in Drücke. Wie alt ist er eigentlich? Richard, du gerade erst 50, ne? Ich passe. Der hätte ja noch General werden können, ich höre. Auch tragisch. Ich höre. 18, 20, 22, 23. Natürlich. Hanging, geh du doch mal ran. Reinhard, Reinhard, ja? Junge, deine Anmeldung. Nun komm doch schon, schnell! Hallo? Hallo? Ja, hier ist Walter. Hallo? Nix. Ja, Ulla, hier ist Walter. Aus Hamburg, bei Onkel Karl. Ich suche hier eine Lehrstelle. Die anderen wollen auch bald nachkommen. Ja! Rostock ist schandbar, Mutti kraut schon vom Frühling. Welcher Kanarienvogel? Ach, der, na, der ist tot schon lange. Mir geht's gut, danke. Und euch? Gott, ja. Sven hat wieder mal sein blödes Rheuma. Der olle Winter. Und ich? Ach, ich bin eine richtige olle Kruke geworden. Ich sehe gerade die Sommerkleider durch. Nach Dänemark? Ja, wie denn? Ich glaube nicht, dass das geht. Die lassen hier doch keinen rein, auch nicht Verwandte.
Und die Stimmung hier ist nicht sehr gut gegen alles Deutsche. Ich spreche nur Dänisch, um Gottes Willen kein Deutsch. Ach ja, die arme Mutti. Mir wird ganz blümerant, wenn ich an sie denke da drüben. Vati tot und wir hier. Ach, das hätte ich ja fast vergessen. Bei uns hat sich wieder mal Nachwuchs eingestellt. Eine kleine Inga. Nein, Inga. Ja, vor 3 Monaten. Mein Gott, Walter, wir müssen Schluss machen. Das kostet doch ein Vermögen. Vornehm geht die Welt zugrunde, was? Ja, hier wird auch alles teurer und teurer. Und grüß alle schön. Ja, ja. Wie du mir, so ich dir. Und Kopf hoch, hörst du? Bloß nicht den Mut verlieren. Tschüss. Junge, Junge, was sagst du nun? Ja, was ich dir sage, oder deine ganze Sorgerei ist grundelos. Ja, aber man hört doch immer los so Schreckliches über die Russen. Das musst du auch noch lernen, oder? Nicht alle sind so wie die Deutschen. Es gibt auch anständige Nationen auf die Welt, die Achtung haben vor anderen Menschen. Wohnung, Wohnung. Dem Guten, das Gute. Wie dein Großvater immer sagt. Weißt du noch? Tschüssklan ist eben ein Pechvogel. Hat er das nicht auch gesagt, der alte Herr Bohnensang? Mein Gott, wie komisch. War das nicht wahnsinnig komisch? Oh, wie war ich glücklich, diese kleine Familie im Ausland zu wissen, ohne die Not, die uns in Rostock tagtäglich bedrängte. Mein Vater wurde schon recht klapprig jetzt. Ständig fror er und dämmerte nur noch so vor sich hin. Wenn Corneli nicht gewesen wäre, die treue Seele, na, ich weiß auch nicht. Der gute Alte. Mein Hertha. Grete heiß ich, Vater. Grete. Ich werde überhaupt nicht mehr warm, mein Hertha. Die Füße, eiskalt. Eiskalt. Nun geh doch mal ein bisschen spazieren, Vater. Die kalte Luft ist oft sehr gesund. Mal richtig durchatmen. Keine Lust. Keine Lust, keine Lust. Ja, ja, meine liebe Frau Kempowski. Das Körperliche, dem bin ich jetzt auf der Spur. Fleisch und Blut, sich dem Du nähern, es berühren. Vielleicht die einzige Möglichkeit, der Einsamkeit zu entrinnen. Namen schön. Sieh da, der Filius. Alter Daus, Spielkarten malen. Ich bin bei dieser Hunger. Ist es nicht ein bisschen doll, Junge? Immer kommst du so spät, jeden Tag. Ein adäquater Platz. Warst du wieder mit Subjela zusammen? Möglein. Gestatten von Latten. Damals. Robert. Ist es nun bloß möglich? Sieh dich vor, Junge. Es tut mir außerordentlich leid. Aber ich muss jetzt ins Bett. Tschüss derweil. Hast du Worte? Die Jugend, die Jugend. Wer feurig geißelt, das Gespann der Pferde. Ach ja. Naja, was soll's. Schließlich sind wir ja auch keine Kinder von Traurigkeit gewesen nach dem ersten Krieg. Wie haben wir da immer losgefeiert? Die Leute, die waren aber auch von einer unüberwindlichen Tanzsucht besessen damals. Was macht der Major auf dem Himalaya? Und wie die Schlager alle hießen. Oh, und in jeder Wohnung Likör, flaschenweise. Oh, ich weiß es noch wie heute. Ja, aber heute ist alles um so vieles härter und brutaler geworden, leider. Und dann habe ich unter Mistelzweig gestanden und da ist August Menz gekommen und hat gesagt, wissen Sie, dass ich Sie jetzt küssen darf? Menz? August Menz? Der Sohn von Konsul Menz in Bodenhagen? Ja, oh, so verliebt, so verliebt. Den ganzen Abend nur mit ihm getanzt. August Menz, das wissen Sie ja wohl. Der hat mit der ganzen Familie Selbstmord begangen, als die Russen kamen. Nein. Erst die Kinder erschossen und die Frau, dann sich. Der arme Mann.
nun auch tot. Wie tut mir das leid. So habe ich unter Mistelzweig gestanden. Wissen Sie, dass ich Sie jetzt küssen darf? Bitte nicht, habe ich gesagt, ich Schafskopf. Anstatt Ja zu sagen, gerne, immer los. Sie müssen entzückend ausgesehen haben damals. Liebe gnädige Frau. Wenn ich August Menz geheiratet hätte, statt Karl, wären wir jetzt alle nicht mehr am Leben. Eines Tages hieß es, im Hafen liegen Riesenhaufen Kartoffeln, also nix wie hin. Die Posten scheuchten die Leute zurück. Aber wenn sie vorn guckten, klauten die Leute von hinten. In einer Stunde kommt Verstärkung von der Kommandantur. Los, Vater, aufpassen wie ein Schießhund. Ich spring auf und du sammelst ein. Was? Du sollst einsammeln. Ja, ja. Ja, ja. Los, die Bahn ist frei. Los! Auch sowas. Na, ist ja auch mal gut gegangen. Um Gottes Willen, Vater! Robert, hilf doch mal! 14 Tage lag mein Vater. Man hörte sein Röcheln durch die ganze Wohnung. Man fühlte direkt, wie der Tod sich in der Wohnung aufhielt. Dann starb er. Und zwar in der Nacht auf seinen Geburtstag. Genau 80 war er geworden. Am Morgen kamen dann zwei Männer, steckten ihn in einen Papiersack und trugen ihn hinaus. Nicht mal einen einfachen Holzsarg hatten sie für ihn. Nur so eine schreckliche Papiertüte. So gibt man seinen Vater nun hin. Der arme, arme Vater. Hauptsache, wir haben auch genug Feuerung, damit die Verbrennung überhaupt stattfinden kann. Und so stehen wir vor diesem Leben, das man wahrhaftig als vollendet bezeichnen kann, liebe Freunde. Im Unterschied zur stummen Kreatur, die nur verendet. Sonst nirgendwo spüren wir Gottes Hand, in der wir alle sind. Jeder geht seinen Weg. Was wir hier sind, kann dort ein Gott ergänzen. Tja, Hölderlin überhaupt. Ich bin nichts mehr. Ich lebe nicht mehr gerne. Daran muss ich in der letzten Zeit oft denken. Doch lassen Sie mich nicht enden, ohne uns alle an eines zu erinnern. Verschließen wir uns nicht vor dem Tode. Es ist nicht recht, von Hinscheiden zu reden, wenn einer von uns geht, statt tot zu sagen. Alle möglichen Wörter verwenden die Menschen, aber nicht tot. Dieses einfache deutsche Wort tot. Von Großvaters Tod erfuhren wir erst Wochen später. Denn zur gleichen Zeit hatten wir uns den ersten Urlaub unserer Ehe geleistet, mit Hilfe von Svens Vater. Ein Skiurlaub in Norwegen, Svens alte Leidenschaft. Und die Post von Ostdeutschland brauchte damals ja noch ewig und 3 Tage. Ach, wie komisch es doch zugeht im Leben. Da sitzt man ahnungslos und lacht und albert. Und im selben Moment wird ein Mensch zu Grabe getragen, der einem viel bedeutet hat. Satan! Was ist so? Wie soll ich jetzt? Hallo, Absven. Morgen wir noch. Moment, fahr ein paar Bilder zuerst mal. Damit Mutti in Rostock wenigstens etwas von ihren Enkelkindern hat. Wenigstens Fotos. Ja. Wer weiß, vielleicht ist sie jetzt schon in Hamburg. Wo die dort alle bloß unterkommen wollen. Ja. Bei uns in Aarhus sind auch viele Flüchtlinge aus Deutschland.
Und wenn ich hier huste, mein Gott, Ulla. Schlimm ist es, sehr schlimm. Erzähl es ein Hildwerden vor Wandring. 20 Millionen DP soll's geben, jetzt allein in Europa. 20 Millionen Flüchtlinge? Was für eine verruchte Welt. Zugegeben, ich bin ein Schwulibus, aber ich kalfatre das schon. Und wenn's wieder mal aufwärts geht, dann ist das die richtige Startposition, hier in der Firma. Das ist aber niedlich. Schenkst du mir das? Mein Gott, Robby, das ist doch Zukunftsmusik. Naturgemäß. Darf man fragen, wie du das durchhalten willst? Ich besitze dankenswerterweise einen gewissen Kirch an mich. Das nennt man innere Logik. Wo ist denn da die Kombüse? Hier? Da hat's bestimmt bloß Spiegeleier gegeben. Ich will dir mal einen Teil sagen, Sobjella. Hier in Warnemünde liegen doch Schiffe genug auf Grund. Schiffe über Schiffe. Na und? Wo ist denn da der praktische Mehrwert? So ein Wrack kriegt man dafür einen Abel und ein Ei. Einfach eins flott machen. Dann sehen die Russen, wie tüchtig man ist. Gedanken eines Irren um 12 Uhr nachts. Erstmal nur einen kleinen Motorsegler heben, ganz privaten. Sehe schon die Augen der Russen, wenn ich mit dem Ding langsam, aber sicher in den Hafen reingeschippert komme. Die werden doch mit Dummheit geschlagen, so Pierre. Wenn sie die Tüchtigkeit eines Privatunternehmers nicht ausnutzen würden. Mein Gott, ist der süß! Womit willst du denn das Schiff heben? Mit einem Korkenzieher vielleicht? Überaus zeitraubend. Diese Russen? An sich habe ich nichts gegen sozialistische Ideen. In Grenzen wohlbemerkt, in Grenzen. Aber die Russen machen den Fehler, uns ihr System aufzwingen zu wollen. Diese hässlichen Spruchbänder zum Beispiel, widerlich. Die verschandeln einem ja die ganze Stadt. Und dann diese ewigen Reparationen. Man wird direkt ausgepogelt. Das reinste Räubertum. Sehr wahr. Ich meine, wenn Sie uns schon das Gas abdrehen wollen, dann sollen Sie es wenigstens offen sagen. Ruhig, Blut, Sobjella. Ich habe längst Sorge getragen. Ihr würdet euch wundern. Man staune und höre. Bei mir steht jede Stecknadel zu Buche, die den Rostocker Hafen verlassen hat. Und jeder Hosenknopf. Mensch, Robby, nicht wie her damit. Da muss ich dir leider einen Dämpfer geben. Wo sind die Unterlagen? Hier? Meine Augen sehen alles. In Sicherheit. Mehr kann ich nicht sagen. Epochal. Walter. Stimmt's? Walter ist damit auf Reisen gegangen. Am Morgen des 24. Dezember 1947 kam ich in Wiesbaden an. Über 30 Stunden brauchte der Zug damals von Hamburg. Dort hatte ich mich um Arbeit bemüht, leider vergeblich. Da ich auch keine Lebensmittelkarten bekam, fuhr ich nach Wiesbaden zu Fritz Lejeune. Eine Mark 80 hatte ich noch in der Tasche. Freund Fritz holte mich ab. Hier, Walter! Hier! Na, du Glückspilz! Mensch, Walter! Sag, wie soll! Du siehst ja aus wie ein Viehhändler! Na, du? The Man in Black, was? Wie war's in Hamburg? Ach, frag mich nicht. Fritz Lejeune, ein Sklave der Amerikaner. Aber warum nicht? Ne? Ich wünschte, ich wäre auch einer. Und Rostock? Ach, 10 Jahre her. Lange liefen wir durch die Straßen. Mir wurde der Koffer schwer. Fritz erzählte, wie es ihm gelungen war, in die Arbeitskompanie zu kommen. Amerikanische Autos, die wie Akkordeons aussahen, schlichen durch die kaum zerstörten Straßen. Wir gingen zu einem Hotel, das die Amerikaner beschlagnahmt hatten. Da waren Deutsche drin untergebracht, die für sie arbeiteten. Meist entlassene Kriegsgefangene. Excuse me, this is my very best friend and he comes extra from the occupation zone. Has terrible things erlebt. I mean, lived through. Could I bring him up in my upstairs? I mean, especially today is Christmas? No. Oh, please, Sergeant. Hell no! No goddamn son of a bitch of fucking friends are allowed upstairs. Fucking Christmas or no fucking Christmas. You know what the rules are. No friends allowed. Are you trying to get me into trouble or something? Der Fettsack lässt sich nicht auf mein Zimmer. No? Um 10 hat der Dienstschluss, dann ist der Weg frei. Müssen wir warten. Mensch, die Arbeit. All right, cut out your Deutsch sprechen and get the hell out of here. Don't bring him back and get us to know what's good for you. I'm warning you. Honey. What's the matter? Would you please help me a minute? Sure, okay.
this one? Vielleicht. What do you think of this one? Is it all right? Fine, just fine. Okay, we'll take it. Yeah? Okay. It costs a dollar, please. Oh, thank you. You're welcome. Bis fünf habe ich hier zu tun. Na, guck dir doch so lange die Stadt an. Das ist assig schwer, du. Komm, dann gib ihn her. In 2 Stunden treffen wir uns in der Hauptpost. Hä? Na, da drüben. Hey, brauchst du Geld? Wieso? Sieh mal, ich gebe dir jetzt 50 Mark. Das ist doch nett von mir, nicht? Ich werd's dir lohnen im späteren Leben. Einstweilen. Besten Dunk. Schön, dass du da bist. In Wiesbaden war alles anders. Milde Luft und warme Quellen. Den ganzen Tag irrte ich in der Stadt umher. Geschäfte angucken. Vor den Ami-Kneipen standen die Kippensammler. Interzonenpenner und POWs. Dann wollte ich zum Kurhaus, aber da kam man nicht ran. Nur für Amerikaner. Dass das alles stehen geblieben war. Zwischendurch wärmte ich mich in der Hauptpost auf. Hier brachte mir Fritz auch das erste Sandwich-Paket. Hey, Kamerad. Ja? Hast du nicht eine Kippe für mich? Nee. Penner. Hier. Weißbrot mit Corned Beef und dick Butter. Oh, fein. Lass dir es schmecken. Bis nachher. The Man in Black. Thank you. Am Abend verschenkten wir die letzten Bäume an das Schrumpelvolk, das schon seit Stunden auf der Lauer lag. Leute, vielen lieben Dank. Oh ja, ihr habt so gute Gesichter. Ich komme bald wieder. Liebe, liebe, gute Leute. Es ist kalt heute. Dankeschön. Ja. Vor 10 Uhr konnten wir nicht ins Hotel. Es war schon merkwürdig, am heiligen Abend mit dem Koffer in der Hand durch die nächtlichen Straßen zu laufen. Aber ich war ja nicht allein. Na, ihr Bede? Da seid ihr ja. Keine Sorge, der fette Sack ist voll. Es ist Schwesinger. Prima Kerl, der Obermacker hier. How are you? Okay. Let's go. Mensch, hier bitte. Da haben wir ja prima hingekriegt, wa? Ist ja toll hier. Tadellöser. Das ist also der Kempowski. Ganz recht bemerkte der Igel. Gibt's denn hier auch Mädchen? Na klar, jede Menge. Aber nur mit Zastern. Mal satt. Oh, danke. Du, sag mal, wie war denn der Grenzübertritt? No problem. Sag mal, kannst du nicht mal Wein und Zigaretten holen? Oh, yes, Mister. See you later. Na, endlich. Ein Gemüt wie ein Trampeltier. Dass du tatsächlich gekommen bist. Ja, und was machen wir nun mit mir? Abwarten. Deine Sache läuft schon. Na, wenn's schief geht? Also beim Deutschen Arbeitsamt, da melde dich mal gar nicht erst an. Ich weiß. Ohne Arbeitsgenehmigung kein Zuzug und ohne Zuzug keine Arbeit. Ja, und ohne beides keine Lebensmittelkarten. Wie in Hamburg. Nee. Mach dir mal keine Sorgen. Man muss bloß die entsprechenden Leute schmieren. Futterage ist organisiert,
Besser als sonst irgendwo. Ein Dach hast du auch über dem Kopf. Na ja, zumindest nachts. Ja, was willst du mehr? Weihnachten in Wiesbaden. Hätte ich nie gedacht. Schade eigentlich, dass man nicht mehr drüben ist. Robert und Sibiella und all die Leute und eure schöne Wohnung. Ja, und so schlecht waren die Russen ja auch wieder nicht. Oder doch? Doch, was? Das kann man sich bloß nicht mehr vorstellen jetzt. Man vergisst so schnell. Also wenn ich so nachdenke, sind eigentlich ziemlich blöde Hunde gewesen, diese Russen. Ja, wenn die es bloß ein bisschen intelligenter angestellt hätten. Na, mit fliegenden Fahnen wäre man ja übergelaufen. Also ich, Walter, ich wäre Kommunist geworden. Nur die Idee? Die Idee war doch gar nicht so schlecht. Na, ihr Bede? Ja, zur Feier des Tages. Prima, primig, primissimo. Du, weißt du übrigens, dass ich tot bin? Ach, die Geschichte. Ja, traurig, aber wahr. Hier, der Beweis. Meine eigene Todesanzeige. Hier, 1944, gefallen. Auf dem Felde der Ehre, Rolf Schwesinger. Was sagst du nur, da bist du platt, wa? Die zeigt er jedem, der neu ist. Da liebst du ewig, wetten? Worauf du einen lassen kannst. Was ist denn hier los? Doch, der Kumpel ist gekommen. How are you? Ich bin Walter. Schon viel von dir gehört. Der letzte Kriegsgefangene aus Monsterlager. Mich haben sie sogar in die Wochenschau gezeigt. Hier, als Einstand. Du setzt dich doch. Nee, nee, danke. Ich stehe lieber. Darf man eintreten? Da immer rein in die gute Stube. Ja. Unser Professor? Nee, nee, im Ernst, du. Oh, ich bin Walter Kempowski, Herr Professor. Habersack, Ornithologe. How are you? Danke sehr, Herr Professor. Jetzt ist er Kellner im Igelclub. Prost! Prost! Ich mein's auch so. Alle Leute! Nee, fröhliche Weihnachten heißt das. Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Bist du gerade von drüben rüber? Das war schon fast ein Monat her. Wo ist es denn nun besser? Im Westen oder im Osten? Den Osten? Den haben sie demontiert. Komm, komm. Die Franzosen bauen auch Schienen ab und alles Mögliche. Nicht bloß die Russen. Ich habe lauter Frachtbriefe mitgebracht. Und die Amis? Geh mir weg mit denen. Bei denen war ich in Gefangenschaft. Als Strafe für eine weggeworfene Kippe hat man einen Kubikmeter Erde ausheben müssen. Kippe unten rein und wieder zuschippen. Einen Kubikmeter Erde. Feine Leute das. Ist er da? Ja, mach die Tür zu. Ich meine von außen. Maul halten. Die Amis, ein blödes Volk, die haben doch keine Ahnung. Ja, draußen auf dem Flugplatz, da verbrennen die Brot und Fleisch. Aber genau, was die nicht selber aufkriegen, wird verbrannt, täglich. Anstatt das nur zu verteilen. Die sind doch zum Scheißen zu doof. Ich mach wieder einen Pott, das ist besser wie hier. Hey Kumpel, was machen die Lippenstifte? Ich muss liefern. Übermorgen, Ehrenwort. Ob's bald wieder Krieg gibt? Na? Da oben auf dem Berge, da steht ein Klavier, da machen die Zwerge aus Scheiße Papier. Ola, ria, ola, rio, ola, ria, ola, rio. Im neuen Jahr kam eine Sache in Gang. Dank Fritz wurde ich in die Bierstädter Straße zitiert, zur CIC, Erdgeschoss, zweite Tür rechts. Man erwartete mich schon. 18 sind Sie? Ja, Mister. Born in Rostock. Nazi, was? Natürlich nicht, Mister. Also natürlich doch. Wer ist denn das? Mein Vater. Na also, Nazi-Officer. Juden erschossen, was? Der ist gefallen. Hey. That's your Schatzi, right? Die hast du gefickt, oder? Die haben die Russen erschossen. You're a spy, Kempowski. Gib's zu. Erzähl's doch mal ein bisschen von ihrer Ostzone. Ja, die Leute hungern. Und in den Tauzee-Läden, da gibt's alles in Hülle und Fülle, aber nur gegen Gold. Was für einen Auftrag hast du? Hm? Laufen eigentlich viele Russenkinder rum in Rostock? Ich bin abgehauen, weil es dort nicht mehr aushielt. That's what they all say. Was machen's denn, unsere Waffenbrüder im Osten? Hm? Ja, da kommt wieder eine Diktatur da drüben. Alles enteignen sie. Und wenn man was dagegen sagt, dann sperren sie einen ein. Ja, die verschwinden einfach, die Leute.
Und wer in die SED eintritt, der kriegt ein Radio. Ja, und die Bodenreform, dagegen bin ich auch. Jedenfalls nicht so. Ja, und in der Schule mussten wir Russisch lernen. Ich habe sogar eine Resolution dagegen unterschrieben. Da haben sie mich rausgesetzt. Ich bin für den Westen. The same old crap. Das übliche Gejammer. Ja, und dann holen sie ja alles aus da. Like what? Na, was nicht nagelfest ist. Ja, was denn? Babywäsche, Kupferplatten, Nähmaschinen, nagelneu. Ja, sogar Radioröhren, ganze Fabriken. Woher wollen Sie das überhaupt wissen? Von meinem Bruder, der arbeitet im Hafen als Schiffsmakler. Have you got proof of that? Beweise? Ja, Mister, Frachtbriefe. Frachtbriefe? Was für Frachtbriefe? Nun reden's doch schon. Ja, da steht drin, was Sie alles rausholen. Na, Moment, Moment. Hast du diese Frachtbriefe mit? Ja, in meinem Koffer. Sofort holen, los. Well, go on, move your ass. Just a moment, please, my boy. This is very interesting. Now, tell me, why did you bring these papers with you? Warum? Yes, why? Ja, damit das alles hier bekannt wird. Ja, und wenn der Friedensvertrag kommt, sonst müssen wir das möglicherweise alles nochmal bezahlen. Go with the boy and don't let him out of your sight. Yes, sir. Wo wohnen Sie, Mr. Kempowski? Gleich hier um der Ecke, bei einem Freund. Der arbeitet für Sie, Sir. In the Labor Service Company, sir. Oh, this is very interesting. See you later. Moment. Das ist meins. Und dann ging alles sehr schnell. Vorbei an dem verdutzten Zartschen Rubel stürmten wir in das Zimmer von Fritz. Hey! Hey! Das sind ja nur Copies. Die Originale hat der Russe. Aber nicht schlecht. Great! Das ist uns nett mit Verstehen. Was Besonderes ist es nicht. Um nicht zu sagen wertlos, aber immerhin. Daran erkennt man wenigstens Goodwill. Verwenden ist auch schon einiges. Okay, okay, okay. Hier. Für Ihre ehrliche Gesinnung. Und wie gesagt, falls du etwas brauchst, you come to us. Okay? Moment, wie ist das mit meinem Zuzug? Na ja, das haben wir ja fast vergessen. Well, how are we gonna handle this? Oh, das ist ganz einfach. Nimm Sie Ihre Papers. Ausweis. So, und nun verhaften wir dich, Walter Kempowski. Und hiermit entlassen wir dich wieder. So bist du aus amerikanischen Gefangenschaft entlassen. Und morgen kannst du die neuen Papiere abholen, okay? Bei uns im Office. Okay, wunderbar. Und Arbeit? Arbeit haben Sie keine für mich? Tomorrow. Noch was? Damit war alles in Butter. Ich bekam einen Identification-Pass und eine Stelle im PX-Laden. Das war so ungefähr das Beste, was es gab. So eine Art Schlaraffenland. Türme von Schmalzbüchsen, Mauern von Bohnenkaffee, Butter, Eier und sogar Bananen. Jetzt bloß ordentlich arbeiten. Nur keine Vertreibung aus dem Paradies. Holen Sie eine Lampe. This guy's fault. You should behave properly here in Germany. That was your fault. The milk, I mean. I saw everything. Wollen Sie einen Lappen? Oh,
Was ein bisschen vergammelt war, durften wir abends mit nach Hause nehmen. Okay. Altes Brot, ausgebeulte Büchsen, zersprungene Gläser. Und es sprangen viele in diesem Laden. Okay, see you tomorrow. Good night, sir. Sonntags mieteten wir uns eine Pferdedroschke für 2 Schachteln Zigaretten. Mit offener Weinflasche prosteten wir den Kirchgängern zu. Hast du gesehen, wie der Schwesinger geguckt hat? Der wäre ja am liebsten mitgekommen. Das hätte uns gerade noch gefehlt. Wir sind doch nicht Kreti und Pleti. Schön ist es hier. Das Leben ist überhaupt schön. Jawoll! Aber wie soll's denn weitergehen? Na, ich bin ja schon gesehen. Und Walter de Bonsac. Man kann ja auch Diener werden, da wird man wenigstens in der Villa wohnen. Und dann die Frau pimpern, wenn der Mann nicht zu Hause ist. Oder die Töchter. Hii, sprach das Scheusal. Sprang von der Kommode. Und fraß von der Hummer-Mayonnaise. Nächste Woche muss ich nach Frankfurt ein paar Geschäfte tätigen. Na, du weißt doch, die Lippenstifte, die werden mir allmählich zu heiß. Mensch, der Nescafé, kannst du den nicht mitnehmen? Wie viel hast du zusammen? 30 Dosen. Mensch, das sind ja fast 4000 Mark. Eben, und 10% für dich. Na, Prost! Hinaus in die Ferne mit Butterbrot und Speck. Das haben wir so gerne, das nimmt uns keiner weg. Und wer das tut, der kriegt was auf den Hut. Der kriegt was auf die Nase, das Blut. Einmal in der Woche, donnerstags, hatten wir Re-Education-Unterricht. Lieutenant Silbermann leitete das. Mit seiner Frau versuchte er, uns Demokratie beizubringen. In Roundtable-Gesprächen. Heute möchte ich Ihnen Aufnahmen zeigen von deutschen Konzentrationslagern nach der Befreiung durch die US-Armee 1945. Als ich diese Bilder das erste Mal sah, habe ich es nicht geglaubt. Und gewiss geht es jetzt vielen von Ihnen ebenso. Und doch ist das ein Teil von Ihrer Vergangenheit, ob Sie wollen oder nicht. Aber es ist auch Ihre Zukunft. Mit diesen Bildern werden Sie leben müssen. Immer. Die Diskussion ist eröffnet. Hat jemand eine Frage? Sie können ganz offen sprechen. Darf man hier rauchen? Natürlich, bitte. Und sonst haben Sie gar nichts zu sagen. Ich habe mal eine Frage. Welches KZ soll das gewesen sein? Von wem ist denn der gemacht worden? Der Film. Ich hab mal gehört, es sollen ja viel weniger gewesen sein, als wie man behauptet wird. Viel weniger Tote. Ja, da mögen diese Leute vielleicht recht haben. Die genaue Zahl kennt man nicht. Aber nützt ihnen das was? Und nun zu Ihnen beiden. Nützen Ihnen die Namen etwas? Sehen Sie, so ist es doch. Immer die gleiche Reaktion. So viele waren es ja gar nicht. Was geht uns das an? Wir hatten doch gar nichts damit zu tun. Und die anderen sind auch nicht besser gewesen. Und ich kann es bald nicht mehr hören. Mal muss ja Schluss sein. Was soll ich den Kameraden antworten? Ja, was, ich weiß. Selbst wenn man sie vor die Massengräbe gebracht hätte, selbst wenn jeder von ihnen die Knochen eigenhändig eingeschabt hätte, sie würden ihren eigenen Augen nicht glauben. Der innere Widerstand dagegen wird bleiben. Immer. Ah.
Vielleicht werden Sie trotzdem Demokraten. Helfen Sie mit, dass so etwas nie wieder passiert in Ihrem Lande. Nimmer. How are you, Walt? Hallo, Mr. Weinschenk. 82 Tonnen Kupferdraht. Lässt sich davon noch mehr beschaffen. Frachtbriefe? Mhm. Ja, dann müsst ihr hier noch mal nach Rostock fahren. Why not? Ganz legal auf Interzonenpass? Why not? Ja, warum eigentlich nicht? Mr. Weinschenk hatte recht. Warum nicht mal wieder nach Rostock? Jetzt, wo man alles erreicht hatte. Robert wiedersehen. Und Mutter, wie sie da so auf dem Sofa sitzt und lächelt. Reich bin ich nicht, aber blödsinnig begütert. Bienchen, Bienchen, gib mir Honig. Eins, zwei, drei, 4000. Mensch, war das eine Reise. Dein Anteil. Da siehst du mal, Tadellöser. Nächste Woche fahre ich nach Rostock. Was? Why not? Ganz legal, auf Interzonenpass. Meinst du, dass das richtig ist? Mal wieder richtig schön Klavier spielen. Und dann alles besprechen, die ganze Übersiedlung von Robert und Mutter. Na, sowas kann man doch nicht schreiben. Ich würde nicht fahren. Fahr nicht. Fahr nicht. Bleib hier, Wald. Steig aus. Der steigt schon aus mit einer Fahrkarte in der Tasche. Was gibt's denn da zu lachen? 8 Päckchen Kämmel habe ich in der Tasche für Robert, dem alten Kugelmann. Und Bohnenkaffee für Mutter. Am liebsten würde ich dich K.O. schlagen und aus dem Zug ziehen. Tschüss, der Wald. Du bist ja wie besessen. Tschüss. Kleiner Kundschafter? Na, nur schrick mal nicht gleich. Sind wir doch alle hier für die Freiheit. Das ist gar nicht, was ihr wollt. Sieh dich vor, wenn du jetzt in die Stadt gehst, da ist Volkskontrolle. Da kann dir jeder in die Hosentasche gucken. Das hat sich auch überhaupt nichts verändert. Hier wird sich auch nichts ändern. Uns kriegen die nicht. Die nicht. Ja. Höhenmannsdörfer. Wie wohl du aussiehst, Joel. Und sonst? Was gibt's sonst Neues? Still ist es geworden, sehr still. Zum Rammdösig werden. Wenn der Mann tot ist, kommt keiner mehr. Cornelli ist noch der Einzige, die treue Seele. Immer wieder hat er sich nach dir erkundigt. Ja, ein braver Mann. Großvater? Tot? Auch schon wieder 3 Monate her. Decrescendo. Aber glaubst du, dass mal ein Mensch kommt und sich erkundigt, wie ging's mit ihrem Vater zu Ende? Nein, nicht einer. Bei Pastor Kniesel, da hast du gefehlt, Walter. Du wirst lachen. Hinscheiden. Das Wort hat er kritisiert. Ach. Und denn die olle Kälte, widerlich. Was hat denn Richard zu der Uhr gesagt? Du bist ja ein ganz leichtsinniges Bürschchen. So etwas mit über die Grenze zu nehmen. Nun sage bloß. Ist nur wieder typisch für ihn. Typisch Richard. Und die Päckchen? Allmählich wird das ja ein bisschen viel, sagt Onkel Karl. So einen Berg hat er schon. Wenn ich richtig gerechnet habe, sind es über 150. Denk mal an, das ganze Silber ist drüben. Alles? Mhm. Und ein Teil der Bettwäsche. Ach, gemütlich ist es bei euch. Urgemütlich, wisst ihr das? Sorgen machen mir die Bilder. Die stellen wir bei Corneli unter, bis es wieder andersrum kommt. Wohl aufgemerkt nun, Bruderherz. Captain Lübcke hat eine Kiste Meißner mitgenommen nach Lübeck. Und 3 Matratzen. Wie wir das durch den Zaun gekriegt haben, Walter, ich sage dir, ein wahres Bubenstück. Das werde ich dir später mal erzählen. Will du H. Engkopf Kaffee, Till?
Walter? Gottsdonner. Wie du siehst, Mutter lernt jetzt Dänisch. Snucke pieche jai elskadai? Ja, jeden Tag ein Stückchen. Sukzessive peu à peu. Vielleicht kann man ja wirklich mal zu den Kindern eines Tages. Und die kleine Mette sehen und Inga, den süßen Fratz. Das wäre ja zu und zu schön. Guck mal, Junge, hier, Inga. Die ist nämlich auch schon fast ein Jahr. Na, sind die süß, Mette? Die schönste Zeit verpasst, Mann. Mit anderen Worten, äußerste Expansion der Familie Kempowski. Mutter in Kopenhagen, du Walter in Wiesbaden und ich? Na, erstmal nix wie raus hier. Und wann? Innert kurzem, mein Lieber. Klare Sache und damit hopp. Du bist ja ein Hauptkerl, Walter. Das muss der Neid dir lassen. Ohne dich wäre das nie ins Rollen gekommen. Ich habe eben eine fünfte Nase. Und einen sechsten Sinn. Hast du an die Konnoissemente gedacht? Schon bereit. Na, morgen mehr darüber. Außerdem habe ich jemanden kennengelernt, der hat eventuell noch was für dich. Der arbeitet in einem Konstruktionsbüro. Kann aber sein, dass er ein paar Mark dafür haben will. Ist das nicht gefährlich, Kinder? Ach, was soll denn daran gefährlich sein? Ja, und diese Konnoissemente-Geschichte. Die sind doch unser Eigentum. Wenn die wirklich geheim wären, dann hätte ich die nie in die Hände gekriegt. Nie. Seht euch vor, Jungs. Als dann tschüss derweil. Wieso? Gleich für der letzte Zug. Nach Warnemünde. Hast du Worte? Hast du meine Stabel da? Wohl vom Wahnsinn umjubelt, was? Da hat er eine kleine Freundin, fährt da immer los hin. Zu süß. Deine Maximen ändern sich? Ja, ja, so ist es wohl. So mag's wohl sein. Spiel doch mal wieder ein bisschen. Man ist so oft allein. Weißt du noch, Vater? Mein Gott, wie war das immer komisch. Wie war das rasend komisch. Der gute Mann. Jahre des Lebens. Alles vergebens. Wann werden wir uns einmal wiedersehen? Am Morgen des 8. März wurde furchtbar gegen die Tür geklopft. Passkontrolle, machen Sie schnell. Mir war das nicht verdächtig, denn von häuslichen Ausweiskontrollen hatte ich schon öfter gehört. Bitte treten Sie doch näher. Wer wohnt alles in Ihrer Wohnung? Hier ist unser Wohnzimmer. Dort hinten neben der Küche schlafe ich. Davor mein ältester Sohn. Der ist aber nicht da. Der schläft heute bei Bekannten. Ist das wahr? Ich bitte Sie. Er muss jeden Moment zurückkommen. Er geht dann gleich ins Büro. Wo schläft Ihr Sohn Walter? Ja, dann kommen Sie bitte. Sie wussten also, dass er zurück war. Wir hatten uns so auf ihn gefreut. Es sollte nicht zu unserem Segen sein. Mein Junge, du musst mal eben deinen Ausweis zeigen. Ziehen Sie sich an, Sie müssen eben mal mitkommen. Walter zog sich an, zwei Pullover übereinander. Das war sein siebter Sinn. Er war sehr blass und aufgeregt. Er mag schon gewusst haben, was ihm drohte. Beim Hinuntergehen fasste einer mit zwei Fingern meinen Ellbogen. Da hast du was zu melden, wenn du wieder rüberkommst, dachte ich. Oben stand meine Mutter mit aufgelöstem Haar. Ich sehe ihn noch die Treppe hinuntergehen. Er blickte sich nicht mehr um. Ihre Söhne haben etwas aufgeschrieben.
verlange, dass Sie mir das geben. Ich wüsste nicht, was das sein sollte. Wenn Sie mir das nicht geben, dann kommt eine Hausdurchsuchung. Und was das bedeutet, können Sie sich denken. Ich weiß, dass meine Söhne da irgendwelche Papiere haben, aber was das ist, das habe ich nicht gesehen. Dort auf der Notenetagere, da liegen solche Zettel. Das ist alles? Ja, das ist alles. Es ist kalt bei Ihnen. Tja, wir haben keine Feuerung. Soll ich Ihnen eine Tasse Tee machen? Nein, danke. Aber Sie gestatten wohl, dass ich mir rasch was Ordentliches anziehe? Bitte, ziehen Sie sich was an. Meine Verhaftung war ein komisches Erlebnis. Ich komme morgens nach Hause, da höre ich hinter mir ein hastiges Laufen. Ich drehe mich um und schon kriegen die mich am Kanthaken. Ein paar Schritte weiter stand ein Opel. In den wurde ich verfrachtet. Und der erste greifbare Gedanke, den ich hatte, war: Jetzt bist du für eine ganze Weile verschwunden. Auf Ihren ältesten Sohn brauchen Sie nicht mehr zu warten. Der kommt nicht wieder. Lieber Fritz. Aha, Fritz de Jong aus Wiesbaden. Kommen Sie bitte her. Ist ja russisch. Ja, hier steht, dass wir Sie in keiner Weise belästigt haben, keine Hausdurchsuchung gemacht haben und anständig gewesen sind zu Ihnen. Bitte unterschreiben Sie das. Das ist also der Kempowski. Walter Kempowski. Bitte, du wirst reden. Bitte, kommen. Du bist gewesen bei CIC. Da. Du hast gegeben für Amerikaner die Frachtbriefe aus Rostock. Da. Und die spionische Material hat besorgt dein Bruder Robert. Da. Все записал? Так точно. Und jetzt, wir werden reden über deine Mutter. Die hat überhaupt nichts damit zu tun. Ach, bin ich ein Dummkopf? Bin ich kein Dummkopf? Nein, bin ich kein Dummkopf. Ich schwöre, die hat nichts damit zu tun, nicht das Geringste. Wirklich nicht. Schade, schade. Gerade wir sind so gute Freunde geworden. Und jetzt, du musst anfangen zu lügen. Schade. Ich lüge nicht. Meine Mutter hat keine Ahnung, wirklich nicht. Ich schwöre es. Ja, ja. Die hat sich doch nie um Politik gekümmert. Ach ja. Die ist doch ganz dumm. Ach ja. Sie kocht uns das Essen und liest Bücher. Die, meine Mutter, die ist doch schon, wie alt ist die denn, 55 oder so? Die ist doch schon Großmutter. Hat sie gewusst oder hat sie nie gewusst? Sie sehen doch, ich gebe doch alles zu. Ich habe nicht gelogen. Ich erzähle Ihnen ja alles, wie es gewesen ist mit Robert und Fritz Lejeune und Mr. Weinschenk. Aber meine Mutter, die hat wirklich nichts gewusst. Karzer, постовой. Убирайся к чертовой матери в карцер. Отведите его. Ну давай, быстро. Пойдем. Не любим, не любим, волос не гвоздь. Пожрет сейчас дерьмо, пойдет. Чего он знает?
Давай, 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 пошевелись. Поскорей, поскорей. Начальник приказал постовой. Царствоваться будет, что ли? Время у тебя мало. Давай, залезай туда, быстро, быстро. Иди, 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 иди. Вот, вот, давай, сюда. Давайте. Hat deine Mutter gewusst? Nie. Drei Mal am Tag nur Wasser. Dreimal pro Tag Wasser. Хлеб тоже? Brot? Да. Schöne Geschichte, was? Und es sind ja auch nicht nur Ihre Söhne, meine liebe Frau Kerpowski. Der Junge von Bahnrad Evers zum Beispiel und viele andere auch. Ich bin sicher, Jungen sind eher wieder da, als sie sich's versehen. Eine solche Verhaftungswelle macht doch viel zu viel Aufhebens. Das zahlt sich doch für den Russen nicht aus. Er ist ja auch darauf angewiesen, sich die Deutschen zu Freunden zu machen. So. Und nun trinken Sie erstmal guter, echter Bohnenkaffee. Und denken Sie immer an eines. Selbst in diesem Schicksalsschlag, so schrecklich er auch sein mag, kann so etwas wie Gnade liegen. Mhm. Jawohl, Gnade. Wir müssen nur bereit sein, das Unvermeidliche auf uns zu nehmen. Дурак. Так делай вот так вот. So musst du machen. So. Ну. Bitte gehen Sie. Wo sind denn meine Söhne? Wo? Ich darf Ihnen das nicht sagen und ich kann Ihnen das nicht sagen. Bitte, bitte. Wo mögen Sie schon sein? Ja, ja, das muss eben durchgestanden sein. Ach, meine liebe Frau Amtsgerichtsrat, mir ist es so unheimlich. Ich mach gar nicht mehr in meine Wohnung. Wie so eine Falle, wie so eine Mausefalle. Wir müssen eben nicht immer drüber nachdenken. Davon wird's auch nicht besser. Ist ja wie verratzt. Ja, jeder hat eben Angst, dass er damit reingezogen wird. Muss man doch verstehen, meine Liebe. Am liebsten würde ich weglaufen. Dann möchte ich jetzt eine Vermisstenmeldung abgeben. Was wollen Sie? Weil meine Söhne verschwunden sind. Ach, sowas gibt's ja gar nicht. In der sowjetischen Besatzungszone verschwindet kein Mensch. Na, nun wird's aber Tag! Ich bin doch selbst dabei gewesen, wie sie abgeholt wurden. Ich gehe hier nicht eher weg, als bis ich weiß, wo meine Söhne sind. Wo sollen sie schon sein? Beim Bussen?
Жри, наворачивай. Лас дир шмекен. Спасибо, danke schön. Смотрю, научился в тюрьме по-русски спасибо говорить. Вальтер, kannst du das auf Englisch sprechen? Thank you very much. Напиши, он умеет говорить по-английски, kann Englisch sprechen. Merci, monsieur. Довольно, довольно, перестань. Schneller essen. Schneller essen. Es tut mir leid, dass ich in die Sowjetunion gearbeitet habe. Und ich möchte den Schaden auch gerne wieder gut machen. Walter, dafür bist du zu dumm. Все, давай на подпись. Я. Опа. Jetzt, Walter, unterschrieben. Jede Seite einzählen. Da steht alles, was hast du mir gesagt. Alles. Kann ich meinen Pastor sprechen? Weil willst du исповедоваться, beichten? Das kann machen bei mir. Alles. Так-с, Кемповский, мы закончили. Давай. Давай, пойдем. Meine Mutter hat wirklich nichts davon gewusst? Und bitte, Herr Major, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass mein Interzonenpass bald abläuft? Darüber würde ich mir keine Sorge machen. Nichts sprechen, nichts schlafen, nichts singen, nichts klopfen. Nichts gucken Fenster, понимаешь? Иначе, halt sehr. Dann ließen sie mich in Ruhe, wochenlang. Der Blick aus dem Zellenfenster war durch eine Holzblende versperrt. Und an den Wänden massenhaft Kalender, die verschiedensten Systeme. Und Inschriften, zum Tode verurteilt. Grüßt meine Frau. Ein Mensch namens Luno hatte sich vor 20 Mal verewigt. Ich will auf, aufs Wort. Erst wenn wir machen, bim, 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 na du, kann ich schlafen. Bim, bim, bim? Na? 12? Zwanat, da, da. Mitternacht? Da, 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 da. Du nimmst. Nett. Amerikanski. Täglich musste der Kübel geleert werden. Da hörte man Geräusche aus den Zellen. In einer Zelle ganz hinten wurde auf wohlbekannte Weise geschnurrt. Das war mein Bruder, der da saß. Dabei, du Dorsche! Dabei, dabei! Den hatten sie also auch. Hilfe! Hilfe! Ну, ну что случилось, Вальтер? Ну, ну что ты кричишь? Что кричишь? Тебе спать нужно, отдыхать нужно, ложись, ложись. И спи спокойно, не нужно кричать, не надо, отдыхай, отдыхай. Ende April wurde mir endlich das verfilzte Haar geschoren. Im Fenster betrachtete ich meine Glatze. Ein ungewohnter Anblick. Gerti! Gerti! Es muss ein herrlicher Frühling gewesen sein, 1948. An einem dieser schönen Tage durfte ich ans Fenster treten und der Vernehmungsoffizier ließ mich hinausschauen. Bruder Walter ist schon zu Hause. Mit so einer Masche haben die mich nicht gekriegt, diese Tölpel. Mich nicht. Девушки весной, выйдешь вечерочком. Man flüsterte, bis der Hals dick war. Angst vor der eigenen Stimme. Mein Vater war ein Schiffsräder in Rostock. Er liebte seine Heimatstadt. Am Sonntag, während meine Mutter den Braten begoss, ging er mit uns spazieren. Da er viele Leute kannte, zog er dauernd den Hut.
Meine Mutter stammte, wie sie behauptete, aus einem alten Hugenottengeschlecht. Beim Guten Nacht sagen legte sie mir die Hand auf die Stirn und ich durfte sie küssen, aber nicht auf den Mund. In die Wand waren Uhrzeigerstriche eingeritzt. Man konnte die Sonnenstrahlen verfolgen, wie sie von Strich zu Strich glitten, morgens langsam, abends schnell. Der dicke Strich neben der Tür bedeutete Mittagssuppe. Wenn der erreicht war, hörte man draußen den Kübel aufschlagen. Dann stellte ich mich in die Tür und horchte, wie sie ihn von Zelle zu Zelle schleiften. Nach etwa 2 Monaten kam ein deutscher Polizist mit einer Liste, auf der stand, was die Jungen an Sachen haben wollten. Das ist aber nicht ihre Handschrift. Das kriegen die schon, ne? Ich nahm 2 Decken und tat alles Mögliche hinein. Schön heute, ne? Warme Sachen sollten es sein, hauptsächlich. Ein Glück, dass der Winter vorbei ist, ne? In einen Strumpf steckte ich einen Zettel. Kuss Mutti. Latibia. Kurz darauf bekam ich ein Bündel von zu Hause. Ein herrliches Kopfkissen. Taschentücher, die noch nach Bügeleisen rochen. Unterzeug, Pullover, Oberhemden. Man wusste gar nicht, wohin mit all den Sachen. Man wusch sich mit der parfümierten Seife. Man hatte ja schon Kratzmann und Söhne gemacht. Tadellöser. So würde man es noch eine ganze Zeit lang aushalten. Man putzte seine vermehlten Zähne. Zum ersten Mal seit 9 Wochen. Und zog frische Wäsche an. Ein Hoppchen und man fühlte sich wie Krösus. Reichtum in veränderter Form. Andererseits ließ das Ganze darauf schließen, dass Mutter immer noch in Rostock war. Warum ging sie nicht in den Westen? Das wurde doch allmählich Zeit. Was gebe ich Jutschisch? Men ja ist das Sultenfall. Heiliger Bimbam, dann aber mit da weg. Komm, mein Liebling. Wel er di? Den Kei. Kuchen. Nein, wel er di? Das ist ein Kuchen. Der war Gott wie Kehr. Nee, Ula. Wer nicht arbeiten soll, auch nicht essen. Sa, wer di? Den Bimbam. Ich halte mir das Sonnen und Kommand bei meiner Mutti im Fall. Und wenn ich jetzt nicht was zu essen kriege, dann falle ich tot um. Ja, so ist es nun mal, Ulla. Immer Arbeit, Arbeit, Arbeit. Fleißig sein. Ja, ja, so ist es wohl. So mag's wohl sein. Wer bist du denn? Du siehst auch nicht besser aus. Ich sitze ja auch schon seit 2 Monaten. Grüner Junge. 10. Juli 46. Seit 2 Jahren? U-Haft. U-Haft? Warum flüsterst du so? Was? Ich? Ja, seit du hier bist. Da drüben, da habe ich eine Zelle für mich allein gehabt. Wo kann ich denn liegen? Da? Was gibt's denn Neues? Neues? Na, kurz bevor sie sich eingesperrt haben. Radio, Zeitung, Politik. Man muss da wissen, was in der Welt vorgeht. Nix. Es muss da was Neues geben, zum Teufel nochmal irgendwas Neues. Ja, Indien ist selbstständig geworden. Inzwischen. Ach, Indien, Indien. Was spricht man über uns? Gibt's bald eine Amnestie? Amnestie? Nö. Na, ist doch egal im Grunde. So oder so kaputt. Aber da musst du dich auch nicht wundern, wenn wir hier noch ewig sitzen. Ewig und 3 Tage, Mensch. Darüber schreibe ich noch mal ein Buch, du, bestimmt. 2 Jahre Untersuchungshaft, das muss die Welt doch mal erfahren! Mein gutes Fränzchen. Kümmerlich verreckt an TBC. Hier auf der Pritsche. Hier auf der Pritsche! Merkt ihr den Namen? Franz Röder.
Franz Röder aus Parchim. Parchim Hagenweg 3. Vater Tierarzt. Elend verreckt. Und wer zuerst hier rauskommt, der meldet, dass er hier abgenippelt ist. Mein lieber Scholli, du bist wohl so ein Jüngelchen, was? Nimmst die Eltern vorne und hinten reinstecken, was? Mein Vater ist gefallen. Hier, guck mal an, was ich hab. So gut wie nichts. Mein Bruder sitzt auch hier. Dein Bruder? Bist du jetzt auch schon Brüder verhaften? Geteiltes Leid ist halbes Leid, was? Dem habe ich Reparationslieferungen in Westen gemeldet, für die Amis. Den Rat gebe ich dir. Erzähl das auf keinen Fall noch einmal irgendjemand in irgendeiner Zelle, verstanden? Nee. Und wenn ich nun Spitzel bin? Die Russen wissen sowieso schon alles. Immer schön die Fresse halten. Und wie? Ein Sofa, zwei Sessel, ein Schreibtisch, ein Bücherschrank, ein Kabinettklavier und die zwei Teppich und die zwei Bilder da. So, davon Sie dürfen nichts verkaufen. Beschlagnahmt. Darf ich fragen, mit welchem Recht? Wenn Ihre beiden Söhne vom Tribunal kommen, wird alles abgeholt. Vors Tribunal, meine Söhne? Ja, warum denn? Das wissen Sie genau. Kurz vor der Mittagssuppe kam dann noch ein Dritter zu uns in die Zelle. Günther Pagels, Drogistenlehrling, 16 Jahre. Man wird ja noch blödsinnig vor Hunger. Du wäschst deinen Teller aus? Mann, Günther, jede Kalorie ist kostbar, jede einzelne. Wenn ich bloß wüsste, wann wir wohl ins Lager kommen. Tja, da gibt's dicken Kascher, wo der Löffel drin steht. Was meint ihr? Aber ja doch, Manfred. Was? Fischsuppe vielleicht. Fischsuppe mit Sauerkraut drin. Und oben eine dicke Fettschicht drauf. Ja, ist egal. Guck mal. Furchtbar, nicht? Was ist? Denk gar nicht, dass ich hier schlapp mache. So ist das ja nun nicht. 2 Jahre rumgekriegt und den Rest schaffe ich auch noch. Denk bloß nicht, dass ich hier vor die Hunde gehe. Ich bin noch lange nicht am Ende. Ich halte noch Jahre um Jahre aus. Oder denkt ihr, ich tue dir den Gefallen und verrecke hier? Ja, lieber Herr Connelly, soll ich nun oder soll ich nicht? Wie war doch noch der Name? Trutschel. Dr. Alfred Trutschel, Berlin-Charlottenburg, Kurfürstendamm 193. Er soll ja schon viele freigekauft haben aus der Haft. Ach ja? Alles ist Gottes Fügung, meine Liebe. Ein Westernwald. Vielleicht kann der meinen Jungen helfen. Und von wem haben Sie die Adresse? Von Gila. Gisela Schumacher, der Freundin von Sopiella. Na, Sie wissen doch, Vater Wäschereibesitzer in der Altstadt. An sich ein nettes Mädchen. Walter hat sie wohl mal ganz gern gemocht. Und die kommt jetzt so häufig zu Ihnen? Ja, fast jeden Tag mit diesem Sopiella. Ein ungleiches Paar. Sopiella? Was will der denn von Ihnen? Es ist wirklich zu und zu komisch. Dauernd fragt er mich, ob er nicht unser Geschäft fortführen kann, weil er doch ein Freund von Robert sei. Die Reederei? Ja, da ist doch gar nichts mehr zu führen. Ich gehe auch gar nicht darauf ein. Der ist vom Stammen Nimm. Ein Schieber, wie er im Buche steht. Sogar angepumpt hat er mich mit meinen paar Kröten. Sagen Sie bloß, Frau Kempowski. 2 Tage später hatten sie Manfred aus der Zelle geholt und ich kam auf die Pritsche. Kleine Stadt will schlafen gehen, die Lichter löschen aus. Am Himmel ist kein Stern zu sehen, still wird's in jedem Haus. Ob so ein Blitz auch durch die Gitter gehen kann? Hast du noch nie was von Kugelblitzen gehört? Kugelblitze? Ah. Keine Angst, bitte. Bist du ein Geist?
Mann, Mann! Geist! Ich bin Fritz Schwan! Ich komme aus Greifswald, Medizinstudent. Und wenn mir einer prophezeit hätte, dass ich mal in einer Zelle lande, dann hätte ich ohne weiteres für verrückt erklärt. Ich bin Günther Pagels. Was? Ich heiße Walter. Ach! Wenn ich doch bloß was geahnt hätte. Zufällig habe ich bei meiner Tante gesessen, als die verhaftet wurde. Eine alte Frau. Was die bloß von der wollen. Da haben sie mich gleich mitgenommen. Dass ich mir nichts von dem Topfkuchen eingesteckt habe, kann ich mir auch nicht verzeihen. Im Garten gesessen und Kaffee getrunken und den ganzen Topfkuchen stehen gelassen. Nee. Mit echten Rosinen drin. Nee. Still wird's in jedem Haus. Was soll ich dem bloß schreiben? Offiziell weiß ich ja gar nichts. Nach West-Berlin schreien, Frau Pimpowski? Da müssen Sie schon selber hinfahren und mit dem reden. Ach du meine Güte, meinen Sie wirklich, Herr Subjela? Also ich würde da nicht lange fackeln. Ja, schlafen könnte ich ja bei meiner Schwester in Karlshorst. Da könnte man ja mit der S-Bahn hinfahren. Ach du lieber Gott, wie kann denn das sein? Einen Moment bitte. Kimpowski? Ja, bitte? Kann ich Sie mal sprechen? Guten Tag. Oh, guten Tag. Ich heiße Katzberger. Ich komme aus Wiesbaden. Ja, bitte, dann kommen Sie doch rein. Ich muss Ihnen aber sagen, dass ich nicht allein bin. Das macht nichts. Ich wollte bloß mal was fragen. Bitte, wie Sie wollen. Bitte? Ja, also... Ich habe den Auftrag, nachzufragen, was denn mit Ihrem Sohn los ist. Seit Monaten haben wir nichts mehr von ihm gehört. Er wollte uns doch Nachrichten liefern. Nach Wiesbaden. Ich muss Ihnen sagen, wir sind sehr interessiert daran, was die hier so alles rausschaffen aus der Ostzone. Ja, wissen Sie denn nicht, was passiert ist? Sie sind mir beide verhaftet worden. Beide. Ach, so ist das. Wann denn? Vor 3 Monaten. Morgens um 7:30 hat man sie mir weggeholt. Ja, das tut mir aber leid. In Wiesbaden wird man sich ja alles tun, um ihre Jungen zu retten. Auf höchster Ebene. Das wäre ja eigentlich auch ihre Pflicht. Ja, oh, jetzt muss ich aber machen, dass ich wegkomme. Sie werden schon sehen, eines Tages sind sie beide wieder da. Also dann, alles Gute, werte Frau. Und, Kopf hoch. Werte Frau. Haben Sie Worte? Nein. Was war denn? Ja, das war ja gediegen. Ganz mysteriöse Sache. Der war ja schnell wieder weg, Ihr Besuch. Wie von der Tarantel gestochen. Donnerwetter. Ist das eine Idee? Auf dem Schüsselboden schreiben. Habt ihr wohl nicht gedacht, was? Dass man da nicht selber drauf gekommen ist. Komm, lass mich mal. Erfindung von deinem Vorgänger Manfred. Damit kann man sich so ziemlich das Leben retten. Besonders, wenn man in Einzelhaft ist. Ohne Schreiben ist man ja ein halber Mensch. Kalk von der Wand, Wasser drauf und dann die Schüssel eingeweißt. Kann man da nicht auch Spiele mitspielen? Käsekasten und Schiffe versenken. Da hat man ja bisher wie im Mittelalter gelebt. Ist ja schon ein schwerer Schlag gegen mein Selbstgefühl. Dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Auf so eine naheliegende Sache. Und dich habe ich für verrückt gehalten. Mich? Mhm. Bist du ein Geist? Da habe ich gedacht, mein Gott, auch das noch. Jetzt sperren sie dich zu einem Verrückten. Achtung, sie kommen. Levi. Guten Appetit. Heute bist du dran. Was meinst du? Links oder rechts?
Schwer zu sagen. Ich wollte eine Lenkekugel nehmen. Kleine Fliege. Nee, doch nicht. Irgendwie findet man sich doch immer angeschissen. Wie das schmeckt. Wie Zimt. Wie Zimt? Ja, wie Zimt. Mein Brot schmeckt wie Zimt. Süß schmeckt es. Süß. Wie Kuchen. Stimmt? Tja, das ist der Malzzucker. Der kommt durch Speichel. Durch den Speichel verwandelt sich Brotstärke in Zucker. Du musst nämlich wissen, die Verdauung beginnt bereits im Mund. Im Mund? Gibt's ja gar nicht. Doch. Da. Da. Ha? Die Fermente des Speichels. Ha? Ha? Brot ist der Kern des Seins, hat mein Onkel immer gesagt. Jetzt kann ich ihn verstehen. Draußen. Wenn ich wieder mal draußen bin, da werde ich mir ein ganzes Schwarzbrot kaufen. Der Länge nach durchschneiden und mit Butter bestreichen. Und ein bisschen Salz drauf. Aber nur eine Prise. Und eine Prise Salz drauf. Und dann setze ich mich in eine Ecke und verdrück das Ganze in aller Ruhe. Eins ist sicher, dass wir bei dieser Verpflegung mit bleibenden Schäden zu rechnen haben. Das ist sicher. Unser Auge allein braucht schon 7 Gramm Fett täglich. Kann mir mal einer sagen, wo wir die hernehmen sollen, die 7 Gramm? Hm? Wer spielt mit mir Schiffe versenken? Ich. Mein Onkel. Der hat die Butter immer so abgestrichen am Brot. Früher, als es noch alles gab. So angestrichen an die Bissstelle. Immer wieder die Butter angestrichen. Oder hochgestrichen, müsste man wohl besser sagen. Fertig? Ja, also A3. Aber schön ins Wasser gesetzt. E7. Du auch. B8? Treffer. Auf was? Möchtest du gern wissen. G6. Fehlanzeige. Warum habe ich mir bloß nicht was von dem Topfkuchen eingesteckt? Damals. Das kannst du dir wohl auch nicht verzeihen, was? G7? Treffer. Und dieser Subiella ist verschwunden? Tatsächlich? Verhaftet. Und zwar zusammen mit Gila, dem armen Mädchen. Mir ist ganz mulmig zumute. Das haben Sie schon zu fürchten, Frau Kempowski. Ich bitte Sie. Wenn er nun was von diesem Amerikaner erzählt, der da neulich bei mir aufgetaucht ist? Ehe ein Mensch sowas macht, dann muss er schon tief gesunken sein. Das traue ich niemandem zu. Sie können ganz ruhig sein, Frau Kempowski, ganz unbesorgt. Ich stehe Ihnen bei. Wie eine Klette war der ja, dieser Subjela. Der klebte ja richtig. Meine liebe Frau Kempowski, ich glaube, wir sollten diese hässlichen Dinge jetzt einmal wirklich lassen. Bei all den Sorgen, die man hat, übersieht man sonst fast das Schöne, das es gibt auf dieser Welt. Ja, ja. Ich weiß, ich bin eine dumme Pute. Sorg doch, sorge nicht zu viel. Es geht ja doch, wie Gott es will. Daran sollten Sie immer denken. Ich bin so mutlos in letzter Zeit. Mutlos, matt, marode. Alles bricht ein unter mir. Man sollte sich Zeit nehmen. Zeit, um sich zu vervollkommnen. Wie gerne, mein Guter, wie gerne. Der Sonne entgegenstreben, ihr nach, nur immer, immer nach, um einmal vollendet sich aufzulösen. Ja. Und dafür danke ich Ihnen. Ich fühle mich ruhig in Ihrer Nähe, ruhig und geborgen. So ist man doch nicht ganz allein. Subjella, dass dich das Mäuslein beißt. Walter? Walter Kempowski, ist es zu glauben? Ein Freund von Robert. Mensch, das muss ein Irrtum sein. Und ich dachte, du wärst längst in Sibirien. Symphony, Symphony of Love. Weißt du noch, Lesekaffee? Ja, Tegmüller. Seit wann bist du hier? Noch nicht mal eine Woche. Und Gisela? Die haben sie auch gekascht. Nee. Was glaubst du, was eure Verhaftung für Wellen geschlagen hat? Mann, wäre ich doch bloß gleich getürmt. Ja, nun sag doch mal, was erzählen die denn da draußen von uns? Die Kempowskis sind nach Sibirien, hat's geheißen. Angeblich hat man euch sogar gesehen, auf dem Lastwagen den Mühlendamm runter. Und nun treffe ich dich hier. Wahnwitz. Robertus ist auch hier, seine 258. Was? Ja. Diese ulkige Nudel? Dick Evers ist hier und Kutti das Tränentier. Deine Mutter nicht. Die ist noch zu Hause. Hast du sie gesehen? Jawohl. Ich hab sie besucht. Öfters sogar.
Bei uns? Gemütlich bei ihr gesessen und Tee getrunken. Die erfreut sich bester Freiheit, da kannst du ganz ruhig sein. Die will jetzt sogar nach West-Berlin fahren zu einem Anwalt, um euch freizuboxen. Ein toller Mann, der holt euch bestimmt hier raus. Nach West-Berlin? Ja. Meine Mutter? Ja. Ach ja, und dann war da auch noch ein Ami bei ihr. Aus Wiesbaden. Aus Wiesbaden? Der und der Rechtsanwalt. Wenn die das nicht schaffen, dann will ich nicht so Bjella heißen. Ich möchte ja bloß wissen, wer uns über den Löffel barbiert hat. Du bist ja ein ziemliches Kubik-Arschloch, das weißt du doch selber, oder? Wieso? Wieso? Sitzt in Wiesbaden und kommt wieder zurück in die Zone. Da muss man sich nicht beklagen, wenn die Russen einen Hopp nehmen. Da drüben ging's dir doch gut. Was? Собирайся! Ja, твою мать, ёбаный фашист! Ну, собирайся! Сволочь! Klappe zu, Affe tot. Scheint wohl ein Irrtum vom Amt gewesen zu sein. Walter, Walter. Alle Hochachtung. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Was? Dass du ein Spion bist. Alle Hochachtung. Wetten, dass die dich hier rausholen? Und nach der Befreiung kommst du nach Amerika. Da wirst du gefeiert. Wetten? Ach, hab dir einen Fimmel. Einmal wanderte Corneli mit mir durch die Rostocker Heide. Den alten Weg, den ich mit meinem Mann und den Kindern so oft gegangen war. Hin geht die Zeit, her kommt der Tod. Was hat man eigentlich noch zu erwarten? Jede Veränderung, meine liebe Frau Kempowski, ist zugleich eine große Gelegenheit. Jetzt kann man es noch nicht deuten, aber später werden einem alle Dinge sprechen. Mir ist so wehmütig. An einem solchen Tag. Zu wissen, dass Ulla da drüben lebt, irgendwo, und keine Möglichkeit, zu ihr zu kommen. Sie müssen jetzt fest an ihre Tochter denken. Ganz fest. Das ist eine Kraft, die ihr zugutekommt. Christen nennen es Segen. Sowas überträgt sich. Ich weiß, ich weiß. Aber nie am mehrere zugleich. Dann ist es wirkungslos. Ich habe es selbst erfahren. Da drüben, das ist doch die Küste von Schweden, stimmt's? Ja. Und dort liegt Rostock, so ungefähr. Ja. Ihr habt ja die Morgensonne. Eigener Herd ist eben goldeswert, nicht? Ist ja auch nicht gerade billig gewesen, das Haus. Sicher? Nächste Woche wollen wir selber unser Entree auslegen. Aha. Mit Teppichboden. Mhm. Ja, dann Hüsel, du siehst es kriegen. Also mir graut schon davor. So was habe ich doch noch nie gemacht. Oder das ist doch eine Klacks. Ja, ja. Ihr spart ja auch eine Menge Geld davon. Naja, wir werden dem Schwein schon schlachten, wenn ihm auch quiekt. Ja, und dort haben wir ja unsere Puteline. Ja. Wie man sich an so ein Tier gewöhnt hat, auch weia, wenn die mal nicht mehr isst. Ja, ja. Und deine Mutter, Hula? Ach, die Arme. Jetzt ist sie ganz allein da drüben. Mette und Inga hat sie immer noch nicht sehen können. Nicht ein einziges Mal. Und dann diese Sache mit Robert und Walter. Scheißlich. Ach, Robertus Capulius. Zu was hat man die überhaupt eingesperrt? Keine Ahnung. Ich vermute ja stark wegen Wirtschaftsvergehen. Sowas wird streng bestraft dort. Selbstmord durch Abbinden des Fingers? Gar nicht so dumm. Hast du das von dir? Selber ausprobiert. Ach. Aber nur ein bisschen. Tod durch Leichengift. Zumindest schmerzfrei. Aber wenn schon, dann empfehle ich den kleinen Finger. Falls es nämlich nicht klappt, auf den kleinen Finger kann man noch am ehesten verzichten. Bloß nicht den Daumen. Ohne Daumen bist du aufgeschmissen. Mit was kann man noch Selbstmord machen? Zähl doch mal auf. Du wirst lachen, mit Salz zum Beispiel. Mit Salz? Nie. Aber ja, 1,5 Kilo Salz essen, dann wird das Blut so dick, dass es nicht mehr durchs Herz geht. Bitte, dann tu's doch. 1,5 Kilo Salz essen, das schafft doch keiner, das kriegt doch keiner runter. Mit Zucker wäre das schon ganz was anderes. Bloß, dass es damit nicht klappt. Noch 50 Minuten bis Mitternacht. Wie man uns vorher später mal nennen wird, wenn wir hier wieder rauskommen. Die
Dann sind wir ODF, was? Komm, komm. Lass die Opfer des Faschismus in Ruhe. Wir können uns freuen, dass wir nicht bei den Nazis sitzen. Da wäre es andersrum gegangen, was? Seltsam im Nebel zu wandern. Einsam steht jeder Busch und Stein. Kein Baum sieht den anderen, jeder ist allein. Voll von Freunden war mir die Welt. Als noch mein Leben Licht war. Jetzt, wo der Nebel fällt, ist keiner mehr sichtbar. Nun da der Nebel fällt. Nicht jetzt, wo? Hast du denn überhaupt kein Gefühl für Sprache? Ich weiß auch ein Gedicht. Littenmatten der Haas. Ach ja, der Fritz Reuter. Klaus Groth. Was Klaus Groth? Das Gedicht Littenmatten der Haas ist von Klaus Groth und nicht von Reuter. Das ist ja das Allerneueste. Von Klaus Groth. Du hast ja wohl Krümel im Arsch, was? Mir ist doch längst aufgefallen, dass du ein Idi bist. Jawohl, ein Idi. Und noch eins. Denkst du, ich merk nicht, dass du mit dem Günther unter einer Decke steckst, hä? Und mir dauernd eine Vogel zeigst, hinter meinem Rücken, hä? Hältst du mich wirklich für so blöd? Tische, Tische, komm! So, das Geschehen ist aber Zeit. Ist und greife ich dich schon nur bei Lärtner. Anfang Juni fuhr ich nach Berlin zu meiner Schwester Hertha. Dort suchte ich auch den bewussten Anwalt am Kurfürstendamm auf. Er war meine letzte Hoffnung. Ich muss Ihnen leider sagen, liebe gnädige Frau, das, was wir hier vorhaben, ist recht knifflig. Um nicht zu sagen problematisch. Aber wir kriegen das schon. Lassen Sie mich nur machen. Nächsten Mittwoch bin ich wieder in Karlshorst. Expresses Verbes kann ich Ihnen nichts versprechen, aber im März hatte ich einen Schlossermeister aus Neuruppin. Der Mann ist da in eine Russenkolonne reingerast mit seiner Zugmaschine. Es hat sogar Tote gegeben. Und trotzdem habe ich den frei bekommen. Und mit Geld? Lässt sich da vielleicht was machen bei denen? Man hört ja so manches von Freikaufen und so. Naja, versuchen könnte man's ja. Das wäre alles, was ich habe. Kopf hoch, liebe gnädige Frau. Es wird schon werden. Sehen Sie mich an. 2 Jahre habe ich bei der Gestapo gesessen. Und ich hab's auch überlebt. 1000 Mark habe ich dem gegeben. 1000 Mark? Ja, alles, was ich hatte, blutenden Herzens. Ich weiß ja noch nicht einmal, wo die beiden sind. Ich habe Angst, Hertha, so furchtbare Angst. Das kann ich dir gar nicht beschreiben. Hör mal. Alles ist so sonderbar. Von Ulla habe ich auch schon seit Ostern nichts mehr gehört. Keine einzige Zeile. Dann sieh doch zu, dass du eine Besuchererlaubnis kriegst. Für Dänemark. Ja, die Militärmission. Die sitzt in Dahlem. Da kannst du mit der U-Bahn hinfahren. Das war auch so ein Fehlschlag. Die Grenzen waren ja noch gesperrt. Die Dänen ließen keinen rein. Die saßen warm und bequem in ihrer Militärmission, erklärten mir, was die Deutschen alles in ihrem Lande angerichtet haben und zeigten mir schreckliche Bilder aus den Konzentrationslagern. So wie die Dinge lagen, war nichts für mich zu machen. Und die Herren hatten sicher auch ihre Bestimmungen. Unser armes, armes Deutschland. Und was wir alles so erlebt haben hier. Also das kannst du dir gar nicht vorstellen. Darum wollen wir auch gar nicht erst darüber sprechen. Wir mussten ja alle ran. Aber das müssen die mir büßen eines Tages. Wenn es mal wieder andersrum kommt. Der Weltenlenker wird schon fügen. Ich mach nicht wieder nach Hause fahren, Hertha. Es ist mir so unheimlich. Ich mach nicht wieder nach Hause. Hätte meine Schwester nur nicht sagen können, bleib hier, das wäre doch eine Kleinigkeit gewesen. Aber nein, na, denn eben nicht. Kaum war ich wieder in Rostock, kam die Währungsreform. Von dem Anwalt hörte ich nichts mehr, das Geld war ja wertlos geworden. Ich musste ziemlich jonglieren, aber mit den Mieten aus dem Geschäftshaus kam ich einigermaßen zurecht. Psst, Frau Kempowski! Frau Kempowski! Ja, was gibt es denn, Frau Merkel? Dann komm doch mal her. Die Russen sind da gewesen. Oh Gott. Sie sollen ihre Möbel zusammenpacken. Die werden abgeholt am 25. Das hieß also, die Jungen sollten verurteilt werden, wer weiß zu wie vielen Jahren. Mir war, als ob mir die Beine zu Bleiklumpen würden. Oh, Robbe!
Dame, sagen wir mal. Was machen die Geschäfte? Dass man sagt doch in Deutschland, wenn man sich trifft, nicht Akli? Scheiße mit Reise. Scheiße mit Reise. Слушай, pass auf und hör mir gut. Du bald Tribunal. Понял? Und dort, du soll sagen nur das, was hast du mir gesagt. Nichts weniger, nichts mehr. Понял? Sond alles wieder von vorn. Понял? Danke. Gibt's eigentlich noch die Todesstrafe? Боится немец, боится, что его повесят. Todesstrafe, Todesstrafe. Du hast Glück, Robert. Большой Glück. Die Todesstrafe in Sowjetunion ist schon abgeschafft. Понял? Oh, Feuer. Ja. Oh, mein Gott. Komm ich denn nach Sibirien? Nein. Dort wir haben unsere Verbrecher genug. Du arbeiten hier in Deutschland, im Lager. 1-2 Jahre und dann домой, nach Hause, auf Wiedersehen, bye bye. Понял? Tja, das hört man gerne. Am 25. August kamen dann die Leute tatsächlich und holten die Möbel aus der Wohnung. Alles musste ich selber machen. Die Teppiche zusammenrollen, den ganzen Bücherschrank leerräumen und vieles mehr. Du Walter. Ich. Seid ihr das? Setzen Sie sich. Ja, ich, Robert Kimpowski, gebe hiermit zu Protokoll. Ich bin geboren am 19. Dezember 1926 in Rostock als Sohn des Schiffsreeders Karl-Georg Kimpowski und seiner Ehefrau Margarete. Ich bin aufgewachsen in einer kapitalistischen Familie und habe teilgenommen am faschistischen Raubkrieg gegen die Sowjetunion. Nach Entlassung aus Gefangenschaft habe ich versucht, mich einzugliedern in sozialistische Aufbauarbeit und bin nachgegangen in kapitalistischen Erwerb in Firma von meinem Vater im Hafen von Rostock. Dort bin ich geworben worden zur spionischen Arbeit für amerikanische Geheimdienste CIA von meinem Bruder Walter. Seit 1946 ich habe mir beschafft geheime Frachtbriefe von Verladung rechtmäßiger Reparationsgüter nach Sowjetunion und habe zugänglich gemacht diese Geheimpapiere amerikanischer Geheimdienste CIA von Zwecken spionischer Tätigkeit gerichtet gegen friedliches Leben in UdSSR. Als Beweis für meine spionische Tätigkeit liegen vor dem Hohen Tribunal insgesamt 1372 geheime Frachtbriefe über rechtmäßige Verschiffung von alliierter Reparationsgüter nach Sowjetunion. Dokument Nummer 1. Ein Frachtbrief vom 6. Oktober 1946 für Motorschiff Helga, Bestimmungshafen Leningrad, Ladung 2430 Tonnen Kupferdraht. Dokument Nummer 2. Dokument Nummer 2. Ein Fragbrief vom 9. Oktober 1946 für Rotterdam Poli. Auch die Bilder, die ich zur Hochzeit bekommen hatte, musste ich selbst abnehmen von der Wand. Das ist mir schwer geworden. Ich stand im leeren Zimmer und habe geheult. Dokument Nummer 342, ein Fragbrief vom 28. März 1947 für Motorschiff Krasne Zvezda, Bestimmungshafen Leningrad, Ladung 120 Kisten Kopierstifte, 423. Den Flügel holten sie auf. Die Beine abgeschraubt und runtergewuchtet, das Ding. Gott sei Dank! Endlich hört das Geklimper auf! Ich dachte, wenn sie ihn mal in den Klump schmeißen. Ich, Walter Kempowski, außerdem gebe ich zu Protokoll, dass ich gegründet habe eine spionische Untergrundbewegung mit meinem Bruder Robert, was ist bewiesen durch Besuch von amerikanischen Agenten bei unserer Mutter am 1. Juni 1948, 3 Monate nach meiner Verhaftung durch sowjetischen Sicherheitsdienst. Ну тогда скажите им, пусть удостоверят их подписи.
Sie, kommen Sie hier. Erkennen Sie an, dass das Ihre eigene Unterschrift ist? Mhm. Gut, setzen Sie sich. Простите, хотят ли они еще что-нибудь сказать? Последнее слово. Haben Sie noch was dazu zu sagen? Ein letztes Wort. Wir hätten gern Zigaretten. Kommen Sie her. Danke. Ja, danke. Tribunal удаляется на совещание. Das Tribunal zieht sich zur Beratung zurück. Ich machte es mir dann doch noch ganz gemütlich. Die Bilder meiner Lieben stellte ich aufs Fensterbrett. Und wenn ich dann auf der alten Kindercouch lag, hatte ich sie immer vor Augen. Aus den wenigen Möbeln, die man mir gelassen hatte, stellte ich eine kleine wohnliche Ecke zusammen. Man hätte tanzen können in den beiden leeren Räumen. Aber ich kroch ganz in mich selbst hinein. Военный трибунал 8-й армии группы советских оккупационных войск в Германии приговаривает обоих обвиняемых, Роберта и Вальтера Кимповских, к следующему наказанию. Militärtribunal der 8. Armee der sowjetischen Besatzungstruppen in Deutschland verurteilt die beiden Angeklagten Robert und Walter Kimpowski zu folgenden Strafen. Der Angeklagte Robert Kimpowski wird aufgrund der ihm nachgewiesenen Spionage gerichtet gegen Sowjetunion nach Artikel 58 Absatz 6 des Strafgesetzbuches der RSFSR zum 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Der Angeklagte Walter Kimpowski wird wegen illegalen Grenzübertritts von der sowjetischen Besatzungszone in die amerikanische nach Artikel 58 Absatz 5 zu 3 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, sowie wegen erwiesener Spionage gerichtet gegen Sowjetunion nach Artikel 58 Absatz 6 des Strafgesetzbuches der RSFSR zu 25 Jahren Zwangsarbeit. Stoi! Stoi! Du, как? 25. 25 лет. А вы? Да. Очень хорошо. Sehr gut. Марш. Leck mich am Arsch. Was? Стой, стой. Давайте сюда. Давай, давай, давай. Achtung. Robby, hurry du. Tempi ist auch da. Na, ihr Bambus. Rotzdonner. Da seid ihr ja. Da kann uns ja nichts mehr verfrieren. Na, Walting, alter Bratzkopf, Tadellöser. Robert und Walter Kempowski. Zwei handverlesene Exemplare. Angenehm. How do you do? Wie viel habt ihr denn? 25. Bravo! Ihr seid wohl nicht bei Groschen, was? Was ist denn daran so komisch? Dass wir alle 25 haben. Durch die Bank. Ja, bis auf den da. Der hat nur 10 bekommen. Mensch, hat der ein Schwein. Walter, haben Sie noch 3 Jahre dazugegeben? Wegen illegalem Grenzübertritt. Heute gibt es doppelte Ration. Zur Feier des Tages. Immerhin, Quill. Wenn ich hier rauskomme, bin ich 50. Immerhin, Quill. Meier, Müller, Schulze, Schmidt machen alle Scheiße mit. Nun kommt schon zu uns rüber. Los. Ein adäquater Platz. Denk bloß nicht, dass wir hier bleiben. Jede Woche geht ein Transport. Wohin? Vom Wasser kann ich mich nicht ernähren. What do you think of my age? I'm the biggest agent in the CIC. And I speak 4 idioms of the Russian language fluently. Ja, ja. 4 idioms. Schon gut. 4 idioms. Ich werde hier besser. 4 idioms. Ist nicht ganz dicht hier oben. Ihr könnt ganz ruhig sein. Meine Leute holen uns alle raus hier. Ja, du, wir wissen Bescheid. Da drüben stehen schon Fallschirmjäger bereit. Special Command Forces! Ach, ein Sabbel! Wie kann man nur? Mensch, wenn ich an Rostock denke. Das liegt nun auf einer anderen Ebene. Ob die uns nach Russland schleppen? Wohl kaum. Da haben die Verbrecher genug. Ach, hat mir Major Scherkow selber gesagt. Über sowas hat der mit dir gesprochen? Mich hat er immer nur in den Arsch getreten. Wenn ich bloß wüsste, wer uns verpfiffen hat. Ja, wer denn wohl, Sobjeller? Damit hast du dich selbst übertroffen. Was gewesen ist, ist gewesen. Sowas kann doch mal passieren.
Ende September, genau einen Monat, nachdem er die Möbel fortgeschafft hatte, wurde ich abgeholt. Nur mal schnell zur Kommandantur, hieß es. Ich zog also meinen Mantel an. Diesen fürchterlichen karierten Mantel von 1939. Und nicht mal einen Hut hatte ich aufgesetzt. Ich wunderte mich schon. Das Auto stand gar nicht vor unserer Tür. Und als ich dann drin saß, da kam mir das so komisch vor. Der Chauffeur sah aus wie ein Mongole. Wir fuhren ganz artig zur Kommandantur. Dort zieht der eine aus. Ich will gerade den Sitz hochklappen, da drückt mich jemand zurück. Ein russischer Offizier. Der Wagen fuhr sofort zum Russenviertel. Und wie wir an die Schranke kamen, war ich so perplex, dass ich nur noch denken konnte, das ist eine schöne Tasse Tee. Jetzt wirst du eingesperrt, womöglich als Spion, und hast dich nie um Politik gekümmert. Mark. Ein Bücherschrank, ein Schreibtisch, ein Stuhl. Echt Eiche massiv, ca. 25 Jahre alt. 100 Mark sind geboten. Wer bietet mehr? Keiner mehr als 100 Mark. 100 Mark zum Ersten, 100 Mark zum Zweiten und 100 Mark zum Dritten. Eine Garnitur, 100 Mark. 100 Mark. Als Nächstes steht an, ein Flügel Weinbach. Erstklassige Qualität, Mindestpreis 110 Mark. Wer bietet mehr als 110 Mark? 115. 115 sind geboten. Wer bietet mehr als 115? Keiner? 115 zum Ersten, zum Anderen und 115 zum Dritten. Der Flügel 115 Mark. 115 Mark. Ein sehr gutes Stück, was Sie da erworben haben. Die Versteigerung geht weiter. Steht an, ein Bild in Öl, darstellend die alte Liebe bei Cuxhaven von Franz Herpel, 1900 erstellt. 30 Mark sind dafür angesetzt. Wer bietet 30 Mark? 25. 25? Für das gute Stück nur 25 Mark? Keiner mehr als 25 Mark? 25 Mark zum Ersten, zum Anderen und 25 Mark zum Dritten. 25 Mark ein Ölbild. Als Nächstes steht an, ein Bild in Tempera, ein Seestück, Maler unbekannt, gemalt 1897. Angesetzt sind dafür 15 Mark. Wer bietet mehr als 15 Mark? 17. 17 Mark sind geboten. 18 Mark, 20 Mark. Wer bietet mehr als 20 Mark? 22 Mark. 22 Mark zum Ersten, 22 Mark.